So, meine Lieben, da haben wir schon den ersten Bus für die Vorstellung, und zwar den Mercedes-Benz RSG-Abteilung, also rein Silbergold, eigentlich von den C2-Stadtbussen abgeleitet. Hat sich der liebe Justin, Hallöchen, Hallo. Sich mal die Mühe gemacht und ein bisschen, ja, die hauseigene Busse, nicht nur mit Repaints, sondern auch ein bisschen mit Drucker und was alles dazu gehört, sich die Mühe zu machen, den Bild umzuscannen und natürlich mit einem von Sparkassenhaus internen Superplan. Ich meine, besser als Geld zu benutzen, dann benutzen Sie unseren beschissenes Plan. Lassen Sie sich doch heute noch bequatschen. Sehr schön. Ich find's einfach geil. Ja. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Alles gut. Hello. ja, auch hier viel Werbung, ne, für Rhein-Silbergold. Wir sind ja auch bei Rhein-Silbergold. ja. Gar nicht mal so schlecht, das Ding. Also mit Cola drin. Hallo Cola, also falls ihr uns seht, ne? pro Sitz bitte eine Flasche. Auf jeden Fall gefällt mir das wirklich. Einfach mit den grünen Griffen, das hast du geil gemacht. Das ist tatsächlich so gemacht, dass das bei jedem Repaint so ist. Ja. Das habe ich ein bisschen bei uns an die Verkehrsbetriebe angelehnt. Da haben unsere neuen Fahrzeuge alle diesen knallgrünen Halttaster. Für Leute, die halt ein bisschen schlechter sehen, so extra so eine grelle Farbe, die dann vielleicht noch auffällt, so. Deshalb sind die jetzt alle grün. Also ist egal, welches Repaint du nimmst, die werden immer grün bleiben. Okay. Schön. Oh, wie ich sehe, an der Kilometer hast du auf jeden Fall nicht gespart, ne? Ja, aber guckt euch das an, ne? Das hat mir gefehlt. Das hat mir wirklich gefehlt. Ja, auf dem Dashboard siehst du ja auch eine Neuerung. Ja. Da ist, naja, auch der Drucker, der ist neu. Ein neues Startsetup gekriegt. Aber ganz ehrlich, gemeinsam ein Ziel, das unterstütze ich noch. Aber gute Fahrt. Ich meine, wenn wir die Linie heute übernehmen würden von 254, die würden auch sagen: Alter, du hast doch was an der Pfanne. Aber wie gesagt, vertrauen Sie unser beschissenes Plan. Deswegen macht man es ja. Gute Fahrt. So, geben wir mal das Ganze ein. Ja. Komm. Fehlereingabe. Interessiert mich ja nicht. Ach komm schon. Passt. Schade, dass man hier das nicht noch als Hintergrund machen könnten. Weißt du, rot-weiß, ne? Das war nämlich noch so. Kannst du rein theoretisch machen. Ah. Warum machst du das? Weil ich persönlich finde das nicht so schön. So, jeder kennt den Drucker in diesen Farben so. Und so ist er auch tatsächlich. Finde ich, sieht der in rot-weiß eigentlich gerade so toll aus. Meine Güte, was machen die da? Aber nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, da werde ich mal ein paar Runden damit fahren. In den nächsten Tagen. Gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall. Also wenn du mal reingehst und aufs Dashboard guckst, da hast du ja so einen gelben Knopf. Ah! Mit einem H drauf. Moment. Ja, ich will drücken. Den kann man aber nicht drücken. Wenn du jetzt in den hinteren Bereich gehst und auf den Stopptaster drückst, ja, dann gehst du mal zurück aufs Dashboard und schaust, was passiert. Dann blinkt der nämlich gelb auf. Wenn du jetzt die Hintertür aufmachst und dann wieder aufs Dashboard guckst, geht es nämlich wieder aus. Das ist halt diese Haltewunschlampe. Was? Ah. Damit du das halt, Halteschlampe? Also das... Also... Haltewunschlampe. Achso, Entschuldigung, ich dachte, ich hätte das böse S-Wort gehört. Nein. Oh, Entschuldigung. Passt auf jeden Fall, ja, schön. Ja, und dann soll in der nächsten Zeit, dann muss ich aber gucken, wie das gemacht ist auf dem Dashboard. Der Kinderwagenschalter, der soll weg.
Definitiv. Und mit aller hoher Wahrscheinlichkeit kommt die Tür für Gesperre auch noch raus. Ah, schade. Okay. Und dann kriegst du mit der Zeit kriegst du auch noch ein Update, dann ist die Matrix nicht mehr orange, sie wird weiß bei dem. Und geil. Ich wollte gerade was testen, aber er macht's nicht. Schade. 69 und Dumpfbacke. Nimm deine. Psst. Deswegen sind ja auch meine ab 18, ne? Ja, und Kennzeichen wird halt geändert, das PGU kommt weg. Ja. Da wird dann das ESG-Kennzeichen hinkommen. So dass ja nur noch Wagennummern dahinter knallt. Und die Wagennummern in der Datei werden auch alle auf ESG angepasst. Okay. Gut, dann schauen wir uns nochmal noch ein anderes Modell an von dem gleichen. Also gleiche das Modell, anderes vom Repaint. Ah. Ich dachte, das Hartz Feminin würde das überhaupt übernehmen. Also für alle, die gerne jetzt FIFA haben. Oh ja, da muss ich aber nochmal ran hier, ne? Hey. Das FIFA-Zeichen da. So. Ey, lass mich raten. Du hast schon die Knöpfe in Fußballform gemacht. Ach, schade. Das wäre jetzt geil. Schwarz-Weiß. Weißt du, wenn die Drückerknöpfe noch so in Fußballform hätten, ne? Bundesliga-Art, ne? Ja, das Problem ist, die Knöpfe. Die müsste ich dann jedes Mal in der Textur ändern. Wieso? Ziehst du einfach noch einen Schwarz-Weiß-Fußball drüber, dann hast du was zum Drücken. Da geht's nicht so. Ja. Bleiben rot. Rot-grün. Ja, bleiben rot-grün, ja. Das hat doch gleich Beinfarbe. So. Mal hier nochmal das Ganze da gucken. Ah, hat aber ein kleinerer Bildschirm, ne? Ja, die haben noch zwei unterschiedliche Bildschirme, der kommt aber raus. Da kommt auch der große rein. Hm. Gemeinsam als Ziel, ja. Fahren Sie nicht so eine gute Fahrt. Total. Nein. So. Aber hat die gleiche Matrix, ne? Ja, alles klar. Also. Ach ja. Ungültige Dienstnummer, klar, 25. Was gebe ich da ein? Ah. Okay. Ah, hat auf jeden Fall was. Also. Ja, geschissenes Haus, ne? Krankenhaus, da könnt ihr auch einsteigen. Passt doch. Ja, also, nicht schlecht. Hat auf jeden Fall Potenzial. Ich glaube, das wird sogar einer meiner Lieblings-Repaints, ne? Kann man so haben. Also, von der Kassensystem bis her, Form ist normal, aber das sind hauseigene ESG-Repaints. Die darf nicht jeder bekommen. Habe ich das richtig verstanden? Sind hauseigen, kriegst du auch nur bei uns über den Discord-Server. Mhm. Genau. Ja. So, das Fahrzeug selber bleibt jetzt erstmal noch bei mir und bei dir. Du hast den, um nochmal so zu testen und zu gucken, was kann man dann noch vielleicht noch ändern. Die Sonderzeichen in die Zielanzeige, da werde ich gucken, dass da auch eine andere reinkommt. Mhm. Genau, und wenn er dann irgendwann fertig ist, wird es ihn aber auch nur ESG intern geben. Ach, guck mal. Aha. Also das finde ich ja jetzt auch süß, ne? Rein Silbergeld in Auftrag der Bogestra mit dem Kreis, drin. Willkommen beim Schleudertrauma. Ja, ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Kurze Hörner, ja. Ja, ne? Da kann ich auch sagen.
Ja, der kennt auch Lucifer. Ah, die Liebeshörnchen haben sie gefunden, Detective. Egal. So sind wir halt. Okay. Na gut, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Gerne.